Der Energieberater der Stadt, Herr Götze, zeigt in diesem Film verschiedene Energiesparmaßnahmen der Gemeinde, die man nur sieht, wenn man einmal genauer hinter die Kulissen schaut. Von der Funktion des Windrades bis zum Dachs im Keller des Rathauses. Los geht's in der Sporthalle. Das ist eine Kontrolle, dass wer in die Sporthalle kommt und geht. Und derjenige, der kommt, der muss sich einloggen, damit er Licht und warm Wasser bekommt und muss sich wieder einloggen, muss sich wieder ausloggen, wenn er geht. Und zwar ist es deshalb eine Klimaschutzmaßnahme, weil vorher ja nichts funktioniert. Und auch wenn jemand geht und sich nicht ausloggt, dann würde trotzdem das Licht nach 3 Stunden ausgehen und auch das Warmwasser entsprechend gesperrt werden. Das heißt also, Unbefugte können hier eh keinen Sport machen, weil sie kein Licht haben. Im Büro von Herrn Götze hat man nie Langeweile, denn von hier lässt sich zum Beispiel die Temperatur im Lehrerzimmer ändern. Also ich bin hier in meinem Büro in der Budfelder Straße 33 in Altwarmbüchen sitze ja vor meinem PC, das ist mein Arbeitsplatz eigentlich und da ist auch das Leitsystem drauf, was ich Ihnen gerne mal zeigen möchte. Wenn Sie hier jetzt mal drauf gucken, dann ist im Lehrerzimmer 20,8, das gönnen wir den Lehrern, dieser 18. Denn Pausenhalle 18,5, Werkbereich 20, Südwest, Sie sehen überall im Südwest, zweites OG, da ist es ein bisschen wärmer. Aber das kann auch daran liegen, dass halt in diesem Referenzraum 20 Schüler ne, mit 100 Watt so ein bisschen den Raum angewärmt haben. Der Energiemanager hat auch noch weitere spannende Dinge in seinem Büro. So sieht so eine ganz neue, moderne Straßenleuchte aus. Ja, und da sieht man ja gar keine Glühlampe mehr drin. Ne? Sehen Sie das? Keine Glühlampe mehr? Nichts mehr drin. So. Das sind 26 Watt, ne? Das sieht jetzt nicht viel aus, aber wenn Sie in Ihrem Schulhof gucken oder auf Ihrem Schulhof gucken, dann werden Sie sehen, ne, dass das halt auch eine Menge Licht ist. Im Vergleich dazu, wenn Sie im Wohnzimmer ne, so eine 50-Watt-Lampe anhaben oder so. Ne, das ist dann schon ein Unterschied. Das Windrad auf dem Dach unserer Schule ist zwar ganz schön, aber wo kommt es eigentlich her und was macht es, außer sich zu drehen? Da ist eine Windmühle installiert, die haben wir schon seit der Expo. Das ist eine Expo-Windmühle und die hat zwar nur eine Leistung von 200-300 Watt, ne, wenn sie dann voll sich dreht, aber letztendlich geht es darum, dass man hier auch symbolisiert, dass man mit Windkraft Energie erzeugen kann und diese Energie wird auch ins Netz des Schulzentrums eingespeist. Und das macht sie eben auch bei jedem Wetter. Die Solarzellen der Schule sind nicht eine große, sondern mehrere Anlagen. Herr Götze erklärt uns das genauer und zeigt uns auch, wie der Strom ins Stromnetz kommt. Hier sind wir auf dem Dach des Schulzentrums und die haben wir 1999, glaube ich, aufgebaut. Und danach haben wir dann noch eine Schülersolaranlage aufgebaut. Die haben wir ein paar Jahre später aufgebaut. Die ist auch davor. Die Module sehen auch ein bisschen anders aus. Diese roten Kästen, die sehen ja aus wie Koffer, ne? Also eigentlich könnten das ja auch schöne Koffer sein. Aber das sind keine Koffer, das sind nämlich Wechselrichter. Und zwar diese Wechselrichter sind dafür nötig, dass die Gleichspannung, die oben auf dem Dach produziert wird, über Solar in das Netz des Schulzentrums oder in das Netz des Energieversorgers eingebracht wird. Zum Schluss erfahren wir, was für ein Dachs im Keller des Rathauses wohnt und wieso dieser auch noch Energie spart. Das Wichtigste bei dem Gerät ist, es läuft ja viel länger als ein Auto. Das heißt also, so ein Dachs läuft, wenn es halt gut geht, 7000 Stunden im Jahr. Das Jahr hat ja über 8400 Stunden ungefähr, denke ich. Und dieses Dachs läuft, wie gesagt, 7000 Stunden im Jahr. Und wenn man mal überlegt, wie viel man mit dem Auto pro Jahr rumfährt, ne, das relativiert sich, das sind ein paar hundert Stunden, glaube ich, ne, wenn man das auf Vollbenutzungsstunden hochrechnet. Deshalb ist dieses Gerät halt auch dauernd im Betrieb, muss gewartet werden, also regelmäßig. Trotz dieser ganzen Arbeiten ist es also erstens sehr effektiv, also es gibt da, der Wirkungsgrad ist fast 100%, 98,5%. Und das ist Klimaschutz, nicht den Nutzer einschränken, in der Funktion, sondern auch ganz wichtig ist, es dann ausmachen.